Bald soll sie kommen, die Versicherungspflicht für den Aufsitzrasenmäher. Geht es nach der Bundesregierung, sollen auch Gabelstapler oder langsame Traktoren künftig eine Kfz-Haftpflichtversicherung vorweisen müssen. Diese Fahrzeuge tuckern meist nicht schneller als 20 Stundenkilometer. Von der Versicherungspflicht sind sie deshalb ausgenommen. Bei einem Schaden übernimmt bislang die private Haftpflichtversicherung des Besitzers. Doch damit soll schon bald Schluss sein. Fahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit zwischen 6 und 20 Stundenkilometer könnten bereits Ende Dezember 2023 unter die neue Versicherungspflicht fallen. Denn die Bundesregierung muss bis dahin eine EU-Richtlinie umsetzen. Die Versicherungspflicht soll einheitlich geregelt sein. Ebenso die Entschädigung von Verkehrsopfern, wenn ein Autoversicherer insolvent geht. Den entsprechenden Gesetzesentwurf hat der Bundestag bereits Ende September ohne Aussprache an den Rechtsausschuss des Parlaments überwiesen, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Wer der Pflicht nicht nachkommt, macht sich sogar strafbar. Im schlimmsten Falle droht eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr. Das Fahrzeug könnte ebenfalls eingezogen werden. Die Regierung prüfe allerdings, ob sie mit der Sanktionierung nicht noch wartet, heißt es in dem Bericht weiter. Aufatmen können aber alle, die ihren Rasen nur in den Grenzen des heimischen Zaunes mähen. Eine höhere Versicherung ist nur Pflicht, wenn Fahrzeuge auf öffentlich zugänglichem Gelände zum Einsatz kommen, heißt es beim Gesamtverband der Versicherer.